Zum ersten Mal hat die Islamische Republik Iran Israel direkt angegriffen. Es ist etwas, was niemanden verwundert. Seit Jahren betonen die Menschen im Iran und seit anderthalb Jahren ist es für alle unüberhörbar, dass das Regime im Iran für die eigene Bevölkerung eine große Gefahr darstellt, für Israel eine Riesengefahr darstellt und für die gesamte Welt eine Gefahr darstellt. Sie haben immer und immer wieder gewarnt, dass wenn nicht hart gegen dieses Regime vorgegangen wird, dass sie eines Tages Israel angreifen werden. Es muss endlich Schluss sein mit der Appeasement-Politik gegenüber der Islamischen Republik Iran. Ein Unrechtsregime darf kein Partner sein. Wir brauchen eine Wende in der Iran-Politik. Lasst uns genau diese Wende einläuten. Wir haben mit Hawar Help 11 Forderungen formuliert. Wir fordern bei Hawar Help gemeinsam mit 63.000 Menschen, die unsere Petition unterschrieben haben, eine neue Iran-Politik. Weg vom Appeasement hin zur aktiven Unterstützung der Zivilgesellschaft. Dazu ist es essentiell, dass die Revolutionsgarde der Islamischen Republik Iran endlich auf die EU-Terrorliste gesetzt wird. Wer die Solidarität mit Israel ernst meint, muss auch die Terrorlistung der Revolutionsgarde fordern, muss auch die Menschen im Iran unterstützen, die sich gegen dieses Regime auflehnen und dafür getötet und hingerichtet werden. Unsere Petition wurde dazu an die zuständigen Stellen weitergereicht und wir fordern, dass die Punkte jetzt auch zeitnah umgesetzt werden. Bitte helft uns mit, den Druck weiterhin aufrechtzuerhalten. Seid weiterhin laut auf Social Media, auf Demonstrationen, sprecht mit euren Abgeordneten und seid weiterhin laut für die Menschen im Iran. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschland alles tut, um diese Revolution, diesen Aufbruch, diesen Kampf um Freiheit zu unterstützen.